Normalerweise stürmt Tomi Juric auf dem Feld für den FCL. Für eine Stunde hat er aber mal die Fußballschuhe mit den Kreiden gewechselt. Nicht zum ersten Mal steht er vor einer Klasse. Auch in seiner Heimat Australien haben ihn schon Schulklassen eingeladen. Und gleich war er so nervös wie vor einem Penalty. Ja, um ehrlich zu sein, ich war nervös. Ich habe mit einer Gruppe gerechnet, die etwas älter ist. Der Ken Wallimann hat die Stunde mit dem FCL-Spieler bei einem Wettbewerb gewonnen. Er und seine Mitschüler freuen sich über die Abwechslung im Schulzimmer und könnten sich den Tomi Juric gut als Lehrer vorstellen. Ich könnte es mir schon vorstellen, es war auch lustig mit ihm und ich habe etwas verstanden. Ja, es war cool. Er geht halt einfach ein bisschen chillig an die Sachen an. Und ja, unser Lehrer ist halt ein bisschen strenger. Ja, es war recht ein guter Nachmittag für mich, ja. Auch der Englischlehrer stellt am Tomi Juric ein gutes Zeugnis aus. Er würde ihn sofort als neues Gespändli im Team begrüßen. Sehr charismatisch. Die Schüler sind absolut Fan von ihm. Aber ich könnte leider nicht shooten für ihn. Good morning, Professor Juric! Die Schulstunde hat ihm Spass gemacht. Als Lehrer arbeiten will er nach seiner Fußballkarriere aber trotzdem nicht. Ich war selber nicht so ein guter Schüler. Aber die Kinder hier waren super und haben wirklich gute Fragen gestellt. Ich hatte eine gute Zeit heute. Im Klassenzimmer ist er ein begehrter Mann. Auf dem Fußballplatz steht der Tomi Juric dann ab dem Januar wieder im Mittelpunkt, wenn seine Verletzung ausgeheilt ist. Hey Mac, das hat mit Weihnachten schlichtweg gar nichts zu tun. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! Kiko, wir haben Weihnachten, nicht Sommerferien! Hey ihr zwei, dass das ein Weihnachtslied ist, ist so sicher, wie das der FCL-Fans ab dem Samstag vom 10 bis am 4 Uhr offen hat. Hol dir jetzt deine Geschenke für deine Liebe im FCL-Fanshop und profitiere von den tollen Angeboten.